Moin Moin, hier ist der Angelus. Ich begrüße euch hier zu einem weiteren Destiny 2 PvP-Video. Heute bekommt ihr wieder ein Gameplay zu sehen in Modus Vorherrschaft mit meinem Jäger als Nachtpirscher. Ich spiele den Nachtpirscher im PvP mittlerweile echt ganz gerne. Die Super ist nicht so stark eigentlich, aber das unsichtbar machen finde ich echt spaßig und die Granaten dazu gefallen mir auch. Und als Waffe gibt es heute wieder Uriels Geschenk zu sehen, denn als ich die Waffe, wie gesagt, neu hatte, das habe ich ja im letzten Video auch schon gesagt, habe ich einige Gameplays damit erspielt und das gibt daher gibt es jetzt auch nochmal ein Uriels Geschenk Gameplay hier. Sollte euch das Video gefallen, solltet ihr das Gameplay unterhaltsam finden, könnt ihr es gerne unterstützen mit einem Daumen nach oben. Ich würde mich freuen, vielleicht kriegt das Video wieder ein paar hundert Daumen. Aber wie gesagt, nur wenn euch das auch gefällt. Also viel Spaß hier mit dem Video Vorherrschaft mit meinem Jäger und Uriels Geschenk. Haut rein! Vorherrschaft. Der Jäger hat eine geile Rüstung an. Ein besiegter Gegner lässt dein Signum fallen. Nimm es an dich. Ja. Aha. So viel Ruhm, so wenig Zeit. Ja. Wären wir da? Haben sich gegenseitig getötet? Nicht gut. Jäger wie du machen den Weg frei für den Rest von uns. Was? Mach den Weg nicht frei. Das machen doch die Schwaben, oder? Volksbanken, Raiffeisenbanken, glaube ich. Ah, danke. Boah, hier wird echt mal den Rücken freigehalten in der Runde. Kenn ich so gar nicht. Ja, einer nach dem anderen. Das Lebenspunkte regenerieren. Er sieht nichts. Ah. Rauchbombe für den Wind. Jetzt bin ich aber tot. Ja, weil da noch einer kommt. Ah, den Jäger hätte ich glaube ich noch sogar noch gekriegt. Der hätte echt nicht mehr so viel Leben. Wieder so ein Dreierteam im Gegnergrupp unterwegs, Mann. Blödes Clansystem, braucht keiner. Die Teams. Wow. Wurfmessor. Eins. Ah, du darfst gerne das Signum haben. Denke ich. Oh, die haben wieder beide auf mich geschossen. Alle Macht dem Pöbel. Ich bin aber auch Waffen, ey. Ja, zeig ihnen die wahre Bedeutung einer Schlacht. Ich hab ihn getroffen. Ich hab getroffen. What? Arsch. Der hat auch noch die schwere Waffe. What? Wardcliffe-Spule. Die habe ich auch noch nicht. Bin ich jetzt? Hier richtig? Ja.
Und jetzt wieder da hinten, ne? Oder? Hier? Ja. Der ist ja noch AFK. Wurde halt aufgegeben. Du ziehst an ihnen vorbei. Mach weiter so. Interessante Runde. Das ist nur ein komplettes Gegnerteam, also. Zeig ihnen die wahre Bedeutung einer Schlacht. So. Spielen die nicht auf Gruppe. Ich dachte, hier wären mehrere drin. Wäre ziemlich cool mit dem. Das war eine schlechte Rakete. Yalaun hätte die getötet. Wo ist das Yalaun, wenn man es braucht? Der Zeit für ein Update. Das Yalaun-DLC muss noch kommen. Die Rache des Nordens. Oder der Norden vergisst... der Norden... vergisst nie. Applaus, Applaus, Raketenwerfer. Der Clusterbomb. Nicht mehr auf Clusterbomb. Das Hörnchen vergisst nie. Ach Gott. Willst du dich von hinten überraschen? Klappt nicht. Du noch im Kopf. Siegner bedeuten Ruhm. Und der Ruhm ist dein. Ah, wieder zwei. Drei. Ich hab's auf Platz 1 geschafft. Yay, wie kann das passieren? Ist ja gar keiner. Kommt von da. Der aus der Gasse geschossen kommt, wie ein Torpedo. Das Wurf ist da gerade auf mich geworfen. Hätte auch ins Auge gehen können. Nur noch eine Minute. Hallo. Mit Schwert. Bringt sie zur Strecke. Husten sich gerade wieder rüber. Das ist einer. Auf 30 Sekunden. Ah. Der rennt einfach an der Granate vorbei. Der richtige Ton, das war aber nicht der richtige Ton. Ich bin nicht mehr Platz 1. Du besitzt zu Recht. Voll Siegner und den Ruhm, der damit kommt. Nur eine 3,2. Voll schlecht. Du darfst ja gar kein zeigen, sowas.